Willkommen Freunde zu einer neuen News-Ausgabe. Heute geht es um ganz viele Zahlen. Es geht um GTA 5 natürlich, weil der Titel natürlich am Dienstag für den PC veröffentlicht worden ist. Außerdem geht es um die RPC, die Roleplay Convention in Köln und natürlich auch um ganz viele andere Themen. Das werdet ihr jetzt gleich alles nach dem Intro sehen. In dem Sinne, bleibt dran und bis dann. Leute, eine neue News steht an und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem, was wir am liebsten machen. Wir sprechen über Zahlen und über GTA. Das machen wir, glaube ich, am häufigsten und zwar über die Verkaufszahlen von GTA 5 auf dem PC. GTA 5 ist ja für den PC bekanntermaßen am Dienstag, den 14. April, endlich herausgekommen. Und zum Release haben bereits mehr als 1 Million Leute den Titel via Steam gekauft. Das geht jetzt aus den Ergebnissen eines Analyse-Tools hervor. Das nennt sich Steam Spy, das kann ich bisher gar nicht. Und damit wurden ganz viele Steam-Accounts untersucht. Und insgesamt spricht man von einer Zahl von 1.074.894 plus minus 80.049, weil natürlich einige Steam-Profile noch auf privat gestellt sind, deswegen kann das Analyse-Tool da nicht greifen. Außerdem sind auch die Retail-Editions, die via Social Club registriert worden sind, nicht in dieser Rechnung mit drin. Also ungefähr 1 Million an einem Tag, das ist schon verdammt viel und angesichts dieser beeindruckenden Zahl ist es natürlich auch nicht überraschend, dass GTA 5 für den PC bei Steam in den Verkaufscharts natürlich auf Platz 1 ist. Und wir gehen mit weiteren Zahlen voran. Wie angedroht bleiben wir natürlich bei Zahlen und bei Meilensteinen, denn die Städtebausimulation von Colossal Order City Skylines, ja, kennt wahrscheinlich jeder von euch, hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht und zwar 1 Million Verkäufe. Ich weiß, eben habe ich über 1 Million Verkäufe zum Release-Tag von GTA 5 für den PC gesprochen und natürlich hat City Skylines das Ganze jetzt erst nach einem Monat erreicht. Allerdings kann man natürlich Rockstar Games und Colossal Order, ein kleiner Entwickler, mit Paradox Interactive als Publisher im Hintergrund jetzt gar nicht vergleichen. Das sollte ich jetzt nicht groß erläutern müssen, glaube ich. Aber trotzdem, 1 Million ist verdammt gut und mit City Skylines hat man EA, also Electronic Arts, ja auch gezeigt mit SimCity, dass man auch so eine Städtebausimulation ordentlich hinbekommt und das hat scheinbar den Fans sehr gut gefallen. Am Release-Tag waren es 250.000 Verkäufe, eine Woche später 500.000 und jetzt nach einem Monat, wie gesagt, 1 Million. Wir sind wirklich erstaunt, wie City Skylines von den Spielern angenommen wird, so CEO Frederick Wester von Paradox Interactive. Und nicht zu vergessen sind natürlich die zahlreichen Mods, die über den Steam Workshop heruntergeladen bzw. abonniert und dann im Spiel heruntergeladen werden können. Insgesamt gibt es 33.000 verschiedene Modifikationen zu City Skylines und ihr könnt damit wirklich alles machen. Ihr könnt aus der Städtebausimulation zum Beispiel einen Flugsimulator machen, dann mit dem Flugzeug durch die Stadt, durch das Land fliegen oder wenn ihr eure Stadt, eure mühevoll errichtete Stadt zerstören wollt, könnt ihr das auch machen mit einer entsprechenden Mod, dann gibt es zum Beispiel eine Monsterwelle, die eure Stadt, ja, zerstört und überrollt. Finde ich gut. Was meint ihr? Und wir kommen zu einem neuen Thema, zur RPC, die Roleplay Convention hier in Köln. Findet natürlich auch in diesem Jahr wieder statt und zwar in den heiligen Messehallen der Köln Messe und zwar vom 16. bis zum 17. Mai 2015. Ich werde natürlich auch vor Ort sein, dazu wird es aber nochmal einen Vlog geben. Und jetzt hat der Veranstalter der RPC auf der offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben, dass auf der RPC die gesamten beiden Tage auch zwei bekannte Schauspieler der TV-Serie Game of Thrones vor Ort sein werden. Da kann man dann Selfies machen und auch Autogramme holen. Das wird auf jeden Fall interessant. Das sind die beiden Schauspieler Christian Nern, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, und Gemma Rennan. Christian Nern ist als Hodor bekannt, also recht wortkarg, über 2 Meter groß, sieht so ein bisschen gefährlich aus, ist aber wirklich total freundlich, total nett und einer der Lieblinge, oder ja, einer der Lieblinge der Fans. Und dann gibt es noch, wie gesagt, Gemma Rennan, das ist eine britische Schauspielerin und sie spielt Escher Graufreud, werdet ihr dann wahrscheinlich auch kennen als Fan der Serie. Sie ist das älteste Kind und die einzige Tochter von Balon Graufreud und wird als Erbin erzogen, auch wenn es die Tradition verbietet, dass eine Frau herrscht. Ja,
Auf jeden Fall, ich werde die Bilder hier auch nochmal einblenden, dann werdet ihr bestimmt wissen, wer denn die beiden Personen sind. Und wenn ihr ein Autogramm oder ein Selfie wollt, habt ihr da auf der RPC auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu. Also ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, vor Ort und werde mir das mal angucken, wenn es nicht zu voll ist. Vielleicht kriege ich ja ein Autogramm oder ein Selfie. Man weiß es nicht. Gucken wir mal. Und zu guter Letzt reden wir nochmal über GTA 5. Jetzt einige werden wahrscheinlich sagen, oh, schon wieder GTA 5, aber es ist diese Woche für den PC erschienen. Es ist ein toller Titel, es ist wahrscheinlich der beste Open-World-Titel und die beste die beste GTA 5-Version von GTA 5. Und deswegen muss ich da einfach nochmal drüber reden. Und diese News ist wirklich interessant, also jetzt nicht sofort wegschalten, denn alle Arma 3 oder Altes Live-Fans werden jetzt vielleicht interessiert aufhorchen. Denn Altes Live ist ja eine Mod, wie gesagt, zu der Militär-Simulation Arma 3. Und da könnt ihr innerhalb des Hauptspiels, also auf der Hauptinsel des Hauptspiels, eurem, ja, einem normalen Leben frönen, beziehungsweise innerhalb einer mehr oder weniger funktionierenden sozialen Gesellschaft könnt ihr dann eurer Arbeit nachgehen. Ob jetzt kriminell oder nicht kriminell, das ist euch überlassen und das Ganze ist eine Lebenssimulation. Und genau das soll jetzt auch umgesetzt werden für GTA 5, beziehungsweise natürlich für den Online-Part für GTA Online. Da wurde jetzt auf ModDB, also moddatenbank.com, ein Projekt ins Leben gerufen und die Initiatoren suchen derzeit noch nach zahlreichen helfenden Händen, darunter Game Designer mit Erfahrung in Bereichen wie Scripting, UI Design, also User Interface Design und Grafik. Was man da machen kann, man kann dann als Krimineller NPCs ausrauben, man kann dem Drogenhandel nachgehen oder was man da sonst noch so macht. Wenn man jetzt nicht kriminell sein will, was wohl auch geht, kann man andere Sachen machen. Man kann wohl Häuser und Wohnungen kaufen und dann vielleicht wird man dann Makler. Ich weiß es nicht. Ich bin ja selber kriminell, deswegen ich würde sofort als Krimineller da einsteigen. Das andere hört sich ein bisschen langweilig an, aber gut, wenn man gerne einem virtuellen Leben da nachgehen will, dann kann man das natürlich auch auf die ehrliche Art und Weise machen. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze umsetzbar ist. In der Theorie hört sich das Ganze wirklich interessant an. In Altes Live funktioniert es. Ob es in GTA Online dann funktionieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht werden sie es auch nie zu einer fertigen Mod schaffen. Ich würde es natürlich hoffen. Was meint ihr? Haut mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Und zu guter Letzt noch ein bisschen GTA. Ich verspreche euch, in der nächsten News werden wir auch wieder viele andere Themen behandeln. Aber ich wollte nochmal ganz kurz auf mein Fazit-Video zu GTA 5 für den PC eingehen. Beziehungsweise das nochmal kurz bewerben. Also das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Da sage ich nochmal meine Meinung, wie ich denn das Spiel finde. Es gibt jetzt auch schon einige GTA Online-Folgen zu der PC-Version. Spiele ich ja momentan mit dem guten Taros. Außerdem gibt es auf playnation.de auch nochmal einen Artikel. Wenn ihr das Ganze nochmal in schriftlicher Form lesen wollt, dann da einfach mal vorbeischauen. Da gibt es dann unser Fazit zur PC-Version zu GTA 5, wenn es einen interessiert. Ansonsten kommt jetzt die Abmoderation. Ja, wie gesagt, und da ist schon die Abmoderation. Ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Es ist total sonnig in Köln, also fast wie in L.A. Ich wäre auch gerne in L.A. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich dann wahrscheinlich in einem neuen Video oder in der nächsten News wieder. Und bis dahin, viel Spaß noch bei was auch immer ihr macht und ja, bis dahin, ciao. Ja, und wie angedroht, wir bleiben bei Zahlen natürlich.